Champions League, klar, spielen wir gegen Manchester City das Rückspiel. Ja, die Hälfte von meiner Mannschaft ist gar nicht da. Die haben alle einen Brückentag genommen. Hier, unser Ägypter, der Salah, der macht sogar eine schöne Nilkreuzfahrt und hat mich dann gefragt, Trainer, wann ist eigentlich das Finale von der Champions League? Habe ich gesagt, das musst du doch wissen als Ägypter. Das ist in der Woche nach Sphinxen. Ja. Hey, hallo, ich bin's, der Kloppo, der Liverpooler. Ja, willkommen zu 120 Sekunden Sprüche-Festival mit Jürgen Klopp. Ja, und los geht's. Ja, was fällt mir zu Bayern ein? Glückwunsch erstmal zur 6. deutschen Meisterschaft. Ich habe ja am Anfang der Saison habe ich ja im Wettbüro auf die Bayern gewettet. Ich habe 10 Pfund habe ich eingezahlt und 5 habe ich jetzt wieder rausbekommen. Ja, ich weiß schon, warum die Bayern die Verträge von Robben und Ribéry als Spieler nicht verlängert haben bis jetzt, weil wenn es so weitergeht, dann müssen die zwei demnächst in München als Trainer ran. Mich hat ja der Uli Hoeneß auch gefragt, Kloppo, willst du nicht Trainer werden nächste Saison bei uns in München? Ich habe gesagt, Uli, ich bin doch noch jung, ich bin doch noch fit, ich brauche doch noch Ziele, ich brauche noch Nervenkitzel. Borussia Dortmund, ja. Aki hat mich natürlich auch angerufen und hat gesagt, Kloppo, wie sieht's aus? Ich habe gesagt, ganz ehrlich, ihr braucht doch keinen Trainer. Ihr braucht einen ordentlichen, vernünftigen, miesgelauten Choleriker, der den Jungs erstmal die Bequemlichkeit aus den Knochen prügelt. Bah! Nuri, Shinji, Schmelle, was war das unter mir? Geile Kicker. Was sie im Moment abliefern, die drei hier beim BVB. Das ist doch nicht echte Liebe, das ist echt lethargisch. Ach, Mario Götze ist auch ein gutes Beispiel. Das war unter mir das größte Talent des deutschen Fußballs. Und im Moment hast du das Gefühl, der bewirbt sich jede Woche neu für die nächste Staffel von The Biggest Loser. Pep Guardiola. Was fällt mir dazu ein? Dr. Müller-Wohlfahrt hat gesagt, Pep hätte kein Selbstbewusstsein. Aber ganz ehrlich, nach der Niederlage im Hinspiel 0:3, was ist eigentlich die Steigerung von kein Selbstbewusstsein? Pep ist krank. Also esoterisch betrachtet. Den einzigen Lebensinhalt, den der hat, das ist Fußball. Ganz ehrlich, das könnte mir nicht passieren. Ich habe auch noch andere Dinge im Leben, die mir wichtig sind. Zum Beispiel mache ich Werbung für Opel. Thomas Tuchel, wird er jetzt eigentlich Trainer in Paris? Ist das schon sicher? Ganz ehrlich, der Taktik-T-Rex mit seinem glutenfreien Fußball, mit seiner laktorlosen Intoleranz. Der hat doch nicht alle Reiswaffeln am Zaun. Ist mir doch so, ja, Latte, wo der Trainer wird. Ronaldo. Muss man sagen, war schon ein geiles Tor gegen Juve. Wobei die ganz ehrlich auch ein bisschen viel Theater machen um diesen Fallrückzieher. Weil ganz ehrlich, als ich damals noch bei Mainz 05 in der Verteidigung gespielt habe, da hätte ich den Volley auf die Tribüne genagelt. Was? Nein, nicht den Ball. Den Ronaldo. So, 2 Minuten sind abgelaufen. Ich muss jetzt auch zum Flieger. Das Spiel gegen Manchester City, das macht auch mein Co-Trainer, der Buvac. Weil ich habe mir auch einen Brückentag genommen. Also, tschüss, macht's gut. Taxi! Die Frage an euch, wen hättet ihr eigentlich aus Sicht der Kultliga am liebsten im Champions-League-Finale? Schreibt's in die Kommentare. Außerdem diesen Clip angucken, den Clip natürlich und unseren Kanal abonnieren. Freunde, wir sehen uns. Taxi! Schon wieder.